Die lohnen sich nämlich echt. Dann können wir die erstmal zu Eltern werden lassen. Das kleine Kind wird dann auch zum Erwachsenen-Hundi bald. Dann haben wir drei oder mehr Hunde. Denn irgendwann gehen die uns die ja auch aus, wenn die dauernd sterben. Oh, schon wieder hier. Bedeutet also, wir müssen hier lang. Glaube ich. Auch sehr schön die Biomgrenzen, genau hier. Ja, eigentlich dumm von mir. Wir können gleich hier bleiben und das alles mitnehmen, weil die Bäume hier, die müssen nicht unbedingt stehen bleiben. Da können wir das ganze Holz auch einfach nehmen. Also ich hätte vor, das Haus genau. Das sollte vier Blöcke hoch sein. Also innen. Mit dem Dach wären das sogar fünf. Bedeutet also, wir brauchen mehr Holz. Aber auch keine Setzlinge, ne? Einer. Super. Na, der könnte mir Setzlinge geben, weil der ja extrem viele Blätter eigentlich hatte im Vergleich zu den anderen, die wir bisher abgeholzt haben. Ja, zwei. Ist ja nicht gerade viel. Aber es geht ja nicht, dass wir nur den Holzwald hier abholzen. Wir werden auf jeden Fall noch anpflanzen. Das machen wir am besten jetzt gleich. Wir haben ja noch Setzlinge zu Hause. Ich würde sagen, wir pflanzen. Wollen wir das hier vorne machen? Ja, da einer. Noch einer. Ne, das ist zu nah am anderen Baum. Der könnte vielleicht gar nicht wachsen. So. Dann hoffe ich, dass wir auch bald Lava finden. Damit ich den schönen Cobblestone-Generator bauen kann. Der kommt dann in den Keller des Hauses, damit die Lava nicht das ganze Holz abfackelt. Das hatte ich nämlich schon mal. Das ist ein bisschen deprimierend, wenn man dann vor dem Haus steht und sieht, wie es in Flammen aufgeht. Ach doch. Doch ein Spendierbaum hier. Wow. Das hatte vier Stück. Sowas von geil. Und der Baum haben wir auch noch was gegönnt. Dankeschön. Ihr seid ganz anders als diese Dschungelbäume, die einem ja fast gar nichts gönnen. Und ich dachte immer, die Fichtenbäume sind, ja, ich meine die Fichten natürlich, Fichtenbäume. Ja. Dann kommen hier auch Bäume hin, auf diese, treppenartigen Hügel. Da, wo sie auch hingehören eigentlich. Denn hier stand ja auch einer zum Beispiel. Nee, dann lieber doch hier hin. Es wird gleich dunkel, glaube ich. Ja, doch, wird gleich dunkel. Wir nehmen also das Holz, machen auch aus mehr Holz und verpissen uns auf die Insel. Nee, wir wollten ja eigentlich Skelette jagen, ne? Trotzdem, wir fahren einfach mal hin und her. Die spawnen ja noch nicht. Erst gleich. Und dann können wir auch mal das Holz wegbringen. Essen. Boah, echt gut, dass wir das haben. Das Fleisch wird uns aber nicht ewig versorgen. Wir brauchen sehr bald eine schöne Weizenfarm, wo wir dann immer hingehen können, weil das Weizen wächst ja sehr schnell. Der Weizen wächst ja echt extrem schnell. 17, super. Schmiedekunst, Achievement freigeschaltet. Mit dem Eisen können wir uns jetzt gleich mal was machen. Und zwar die gewünschte Rüstung. Oh, die ist noch nicht texturiert, hat Honeyboy ja auch gesagt, dass diese Rüstungen noch nicht
animiert sind, also keine Textur haben, sondern die Default-Textur benutzen. Aber finde ich echt nicht so schlimm. Ich meine, Honeyball kann jetzt ja auch nicht alles, ja, nicht, es nicht allen recht machen. Hater gibt's ja immer. So. Und die Hose. Ich werde mir allerdings extrem wenige Rüstungen machen. Denn das verbraucht immer so viel Eisen und ich würde es auch gerne noch für was anderes benutzen. Eisenschwerter werden auch gleich gemacht. Boah, laggt das einfach nur. Natürlich. Wir müssen uns gleich das teure Holz nehmen und daraus jetzt was machen. So, gemischt. Zwei Stück. Eisen. So, dann haben wir unser Eisen auch gleich mal aufgebraucht. Jedenfalls fast. Natürlich nicht komplett. Wäre ja ein bisschen scheiße, wenn wir das gemacht hätten. Das Holz wollte ich ja eigentlich noch verwenden, weil wir gleich an dem Haus da weiterbauen. Der Umriss ist ja noch lange nicht fertig. Das Haus wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das kann wirklich lange dauern. Also wird das Haus eher auch so ein Nebenprojekt fast. Denn wir müssen ja auch noch hier die ganzen Höhlentouren machen. Dann müssen wir auch noch unser ganzes Weizenfeld machen. Ein Karotten, ich meine Kartoffelfeld. Na, Karottenfeld kommt natürlich auch noch, keine Sorge. Die Stickies habe ich hier noch liegen, die können ja eigentlich mal mitkommen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Tour, um uns Knochen zu holen. Und dann nehmen wir hoffentlich ein Hundi mit. Ich fände es so geil. Oh, ein Slime. Naja, Sticky Pistons werden wir auch irgendwann brauchen für die Erntemaschine. Also können wir uns eigentlich auch hier den Slime schnappen, ein Skelett. Wir machen jetzt gezielt Jagd auf die. Wir greifen das Festland an. Kurz bevor es uns sieht, untertauchen. Die sehen dann ja trotzdem unter Wasser. Also dann nicht wundern, wenn da mal ein Pfeil unter Wasser kommt. Also wenn die Pfeile ins Wasser schießen, das passiert. Ja. Boah, ich will doch gerade an Land gehen. Ach, da kommt sein Freund zur Hilfe, ne? Genau. Aber nee, du explodierst hier nicht. Ey, die Experience Points, die will ich haben. Na, warte. Kleiner Bastard. Oh, er hat das ja nicht weggesprengt. Ich dachte, er würde das jetzt machen, weil er so nah am Land ist eigentlich. Die Spinne nutzt natürlich hier die Gelegenheit, weil ich gerade aus dem Wasser komme und jetzt noch ungeschützt bin. Und wird mich gleich jetzt erstmal umbringen, aber nicht bevor ich sie zuerst umbringe. So. Alles klar. Luft ist rein. Knochen haben wir nicht. Ach so, ist der Slime. Ich dachte schon, wo kommen die Schritte her? Scheiße. Mann, die werden alle von Creepern beschützt. Und wir haben hier Pfeile in der Rüstung. Ach da. Hey Slime, wie geht's dir? Die Zombies, die können wir eigentlich in Ruhe lassen. Ah, wir brauchen Skelette. Da hinten. Mann, das sind aber auch. Nee, zwei auf einmal, damit will ich mich nicht anlegen. Also ganz ehrlich, nee. Schwierig. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ich geh mal hier außen rum. Die Zombies können mich mal. Die sind mir egal. Verpisst euch. Oder ich verpiss mich am besten. Ja. Hier irgendwo Skelette? Nee, Zombies. Und Evil Chicken. Och nee, kommt schon. Jetzt, wo ich mal Skelette brauche, sind sie nicht da. Ey, ich will mich jetzt nicht mit diesen ganzen Skeletten an der, am Rand des Sumpfbiomes anlegen. Denn es sind einfach zu viele. Hä? Das Schwert ist zerbrochen nach dem letzten Schlag. Okay. Denn jetzt kommt unser Superschwert zum Einsatz. Na komm.
Ja, sicher. Schlag mich ruhig. Okay, ich wollte ihn ja eigentlich selbst umbringen. Also, was beschwere ich mich eigentlich? Slimeballs. Noch mehr Slimeballs. 3 Stück. Ja. Das ist ja genau wie mit den Kakaobohnen. Die Slimeballs waren ja auch extrem selten. Noch seltener fast als Kakaobohnen selbst. Denn die gab es ja wirklich hier nur in bestimmten Höhlen, wo Slimes spawnen konnten. Und jetzt gibt es die auch hier im Sumpfbiom überall. Also das hat sich ein bisschen stark vereinfacht, muss ich sagen. So, eigentlich müsst ihr jetzt schneller tot sein. Genau, ist sie auch. Gut. Aber ich muss schon sagen, es macht mehr Spaß mit Monstern. Also ist schon wirklich so. Die Herausforderung ist einfach größer. Man muss mehr aufpassen. Das finde ich cool. Ah, da ist ein Skelett, aber auch viele Creeper sind da. Aha, ein alleinstehendes Skelett. Oder auch nicht? Ist da ein Zombie? Nee. Aha, genau, ich kann ja mehr herlocken. Scheiße, ein Zombie. Zu lame geschossen. Creeper? Der hat mich nicht gesehen. Gut. Aha. Zombie. Na, die können mal herkommen. Die sind ja ziemlich lame. So, sterbt einfach mal alle. Da bin ich auch zufrieden. Oh, der Creeper kommt. Ja. Genau. Hey. Mann, das ist unfair. Ganz ehrlich. Ich will nur das Skelett, den Creeper nicht. Nein, immer noch kein. Ach doch. Ich dachte, nein. Ey, immer dieser Schockmoment. Es war doch keiner. Es war nur ein Pfeil. Manu. Hey, wir haben gar keinen einzigen Knochen. Mann, das ist so eine harte Verarsche. Dafür haben wir Gammelfleisch. Lecker Gammelfleisch. Das können wir mal austauschen gegen das hier. Spinnenaugen. Die brauchen wir gar nicht. Ja, nur Creeper hier. Und ein einziges, nee, sogar 2 Skelette. Aber wir kommen an denen nicht vorbei. Also die Creeper sind echt so eine Security von den Skeletten. Die haben irgendwie wohl einen Vertrag. Alter. Diese Geräusche nerven von den Slimes. Unfassbar. Der Zombie kommt angerannt. Warte mal kurz, gleich habe ich Zeit für dich. Jetzt. Wir brauchen diese Skelette. Ah, okay. Kann es sein, dass wir das Skelett hier ungestört angreifen können? Nein, können wir doch nicht. Spinne und Skelett sind wirklich eine richtig fiese Kombo. Nein, die hat uns doch noch getroffen, du. Ja, und die Security kommt wieder hier. Geil. Skelett hat den Creeper gekillt. Mann, wir hätten jetzt eine Schallplatte bekommen können, ne? Ja, haben wir jetzt nicht bekommen, schade. Knochen? Nein, natürlich nicht. Das ist doch so eine Verarsche. Oh, scheiße, wegrennen. Einfach wegrennen. Zurück zu unserer Insel. Alter. Da waren aber echt viele hinter uns her. Gut, wir befinden uns auf dem Weg nach Hause. Wir haben nichts geschafft. Keine Knochen. Naja. Das ist echt ziemlich scheiße und lame. Und wir haben unser Boot verloren. Oh, doch nicht. Das hatte ich nämlich jetzt gedacht, dass unser Boot gleich kaputt geht. Sah so aus. Finden wir es denn wieder? Nö. Wo ist das denn? Das gibt's doch nicht. Wenigstens das kann man uns doch gönnen.
Aber nein, das Boot ist anscheinend nicht mehr hier. Aber es muss doch hier irgendwo liegen. Ah, verarsche. Naja. Dann halt nicht. Machen wir uns ein neues. Wir haben eh genug Holz. Ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Es war im Inventar und zwar die ganze Zeit. Wir haben es schon gefunden. Ja, okay, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Essen. Gut. Ich würde mal sagen, dann haben wir es jetzt gerade hier geschafft und ich beende mal die Aufnahme, denn die Zeit ist auch schon um. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.